Willkommen zurück zum vierten Teil unseres Let's Plays The Room. Warum der vierte Teil? Der vierte Teil, weil wir immer noch in Raum 3 sind, aber diesmal oben drauf. So, dann spielen wir mal den vierten Teil und schauen uns ein wenig um. Okay, in der Mitte. Und hier vorne ist was. Hier können wir reindrücken und eine kleine Fassung. Was war in der Mitte? In der Mitte können wir gar nichts. Arbeiten wir uns mal wie immer von außen nach innen und schauen, ob wir was entdecken können. Hier. Also wenn ich mein Handy kippe, einmal und nochmal nach rechts gekippt. Okay, also das Handy kippen. Und wir haben einen Kurbelgriff und einen Brief. Für den Kurbelgriff, der passt doch garantiert hier rein. Das sieht richtig gut aus. Aha. Oh, so einen Knopf kennen wir ja. Einfach mal draufdrücken und schauen, was passiert. Das Übliche, es dreht sich. Okay. Ist stehen geblieben mit dem Schwert, oder was das sein soll? Ach, herrje. Also wir müssen hier wieder unser Symbol bauen. Okay. Oh, hier ist auch... Hier ist... Ein Dolch. Also hier war eben auch ein alter Dolch. Wenn man hier durchschaut, jetzt kann man nicht mehr durchschauen, da war ein Dolch abgebildet in der Mitte. Aber hier oben rechts, was ist das? Das sieht wieder arg nach... Also wir merken uns mal das Bild hier oben. Aber erstmal den Dolch hier reinstecken. Ja, also an Technik kaum noch zu überbieten, was hier drin ist. Haben wir uns das jetzt gemerkt? Natürlich nicht. Also ich weiß nicht mehr, wie das war. Schauen wir nochmal durch. Ja. Dann geben wir das auch gerade mal ein. So passiert nichts. Ah, ich muss unten den Knopf drücken. Also wenn ich unten den Knopf drücke, können wir es aktivieren. Drücken wir nochmal drauf. Okay, also das Symbol sagt mir gar nichts. Haha. Ja, das kriegen wir noch nie im Leben so zusammengebaut. Aber hier unten links leuchtet wieder so eine Kombination. Eventuell. Jo.
Okay, dann machen wir das gerade noch einmal. Und bekommen ein Goldamulett. Ein Goldamulett wofür? Hierfür. Wenn ich das bewege, dann bewege ich auch das in der Mitte. Oh je. Also. Also ich habe diese Vermutung, dass es was hiermit zu tun hat. Also ich teste es jetzt mal aus. Also oben rechts sehe ich das. Das war gerade richtig. Ich drehe einfach mal weiter. Muss mir nur mal merken, in welche Richtung ich drehe. Ganz unten. Der obere steht schon von eben, jetzt fehlen noch die mittleren. Haben wir den? Noch ein bisschen drehen. Okay. Ja. Eine Energiequelle. Eine Energiequelle wofür? Gibt's hier einen Anfang? Also, kann ich hier irgendwas bewegen? Also wenn ich die ganzen Teile zusammenfriemel, eventuell. Nur wie? Ah. Okay. Kann ich das da draufstellen? Ja. Schon fertig. Jo, also der vierte Teil ist fertig. Ja, das ist eigentlich schade, weil das hat eigentlich Bock auf mehr gemacht. Gut, dann beende ich somit das Let's Play The Room und hoffe, dass bald weitere Räume zur Verfügung sind und ja, dann warten wir mal bis aufs nächste Update und dann bis demnächst.